20. Boom. Oh, es geht los. Ich bin gespannt. Wir wünschen dir natürlich good luck. Daumen nach oben. Mal schauen, was bei rumkommt. Oh, die Valkyrie ganz nach hinten. Okay, der Gegner hat einen Golem. Der Gegner hat den Golem dabei. Sollten wir, denke ich, aber hinkriegen. Schöner Poison-Spell. Der Schweinereiter kommt durch und er wird jetzt richtig Damage machen. Am Inferno-Turm. Und dann haben wir natürlich auch noch... Okay, setzt die Fire-Spirits ein. Ah, das ist der erste Damage. Das ist der erste Damage, den der Schweinereiter da wunderbar dealen kann im Poison-Spell. Das sieht doch gut aus. 1200 nach dem ersten Zug. Was setzt der Gegner ein? Den Golem lasse ich mal durchlaufen. Da haben wir den Magier, da haben wir drauf gewartet. Jetzt setzt schnell die Valkyrie rein. Die kann den Magier schön töten. Die Mini-Golems sollten jetzt nicht mehr so viel Damage machen. Das sollte überschaubar sein. Was machen wir jetzt? Ich würde am liebsten den Schweinereiter reinschicken. Und der will noch guten Damage machen, denke ich, ne? Die Valkyrie ist zwar am Start, wir haben den Septen auch noch ready. Setzen wir den ein. Nee, wir gehen gleich auf den rechten Turm. Den Schweinereiter durchrotiert. Sehr schön. Jetzt haben wir mehr Karten in der Defensive. Was setzt der Gegner ein? Gar nichts. Die Valkyrie lassen wir dann durchlaufen. Ich setze die erste Elixierpumpe. Schönes Timing. Das sieht doch ganz gut aus. Okay, da haben wir einen Dark Prince am Start. Da setzen wir ein Musketier ein. Der Dark Prince, der kann durchkommen, der kann damit stehen. Und ich sehe gerade, der Gegner hat seinen Dark Prince nur auf Level 3, nicht auf Level 4, wie es das Maximum wäre. Schöner Fireball, das muss man ihm lassen. Das semmen wir mal. Oh, geile Fire Spirit. Okay, da kommen wir nicht durch. Well played, gut, ein Inferno-Turm. Das sieht jetzt ganz schön knapp aus. Mein Turm hat nicht allzu viel Leben. Dafür haben wir eine Elixierpumpe. Zwei Elixierpumpen und wir hätten jetzt noch die Kanone für den Notfall. Gegner setzt den Golem ganz nach hinten. Wir setzen das Musketier hier hin. Das dazu. Valkyrie, Schweinereiter nach vorne. Unterstützen das Ganze mit einem Poison Spell. Ich denke, der Tower sollte... Fallen wir den nächsten Inferno-Turm. Okay, wir müssen das ganz schnell seppen. Schnell geseppt das Ganze. Oh, das sieht jetzt hier nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Schnell noch eine Kanone dazu. Schweinereiter kommt durch auf der anderen Seite für ein paar Hits. Allerdings nicht genug. 500. Na gut. Aber wir haben noch den Vorteil der Elixierpumpen. Setzen den nächsten Schweinereiter rein. Wieder ein Poison Spell, falls der Inferno-Turm kommen sollte. Er setzt einen Feuerball und ich denke, das sollte der Turm sein. Ja, das ist der Turm, das Game geht noch 5 Sekunden. Das haben wir gewonnen, gut gespielt vom Gegner. Knappes Ding, es wurde auf der linken Seite etwas knapp, aber das Ganze lief ja noch ganz gut. Well played, Daumen nach oben, gut gespielt. Boah, mein Herz rast, ey. Und immer diese Turniere, ne? Wenn man ein Spiel verliert, ist man einfach draußen und dann denkt man ist schlecht. Also, ja, es ist schwierig. Ja, GG sagen alle, sehr schön, danke. So, wir haben den nächsten Subscriber am Start, ne? Haben wir den nächsten? Ja. Randy just subscribed. Sehr schön. Danke für den Subscribe. Und ja, herzlich willkommen unter den Subscribern. Trimax hatte mein falsches Deck. Habe am Anfang Ups gespammt. Hat ein falsches Deck gehabt, sagt er. Well. Weiß ich nicht. Die Regeln waren da, ne? Also ein falsches Deck im Turnier zu wählen. Hat er meinen Lava-Hund vergessen auszuwählen? Der Chief F20 bleibt hartnäckig. Er sagt falsches Deck und er wird gekickt. Er wird gekickt von Auri und ist draußen. Oh mein Gott, Krieger hat verloren? Was? Krieger hat... Wo? Wo ist der Krieger ausgeschieden? Einer der besten Spieler Deutschlands ist draußen? Das muss ich mir reinziehen. Das kann ich nicht fassen. Krieger ist draußen? Wo haben wir den denn? Den Replay. Warum hat Krieger verlassen? Hier, Krieger. Helofor. Ich mache das Ganze mal in doppelter Geschwindigkeit.
Das kann ich jetzt gerade nicht fassen. Was ist hier passiert? Na okay, der Krieger spielt nicht sein Low-Elixer-Cost-Deck. Der Krieger ist der beste Low-Elixer-Cost-Decks-Spieler Deutschlands. Aber, ja, Inferno-Turm. Ey, die Leute mit dem Inferno-Turm. Der ist nicht cool. Der Inferno-Turm ist nicht cool. Der Inferno-Turm ist nicht cool. Finde ich auch nicht so cool, jetzt hier das im Turnier zu spielen. Das ist echt so. Ich weiß ja nicht. Oh, das war ein schöner Hawk-Offroad-Jump-Trick von. Wie heißt der überhaupt? Helofor. Hat er gut gemacht. Und ein Lightning dabei. Was für ein Counterdeck. Alter. Alter, Krieger. Das tut mir jetzt ultra leid. Er hat einen Inferno-Turm und ein Lightning dabei. Der Krieger hat sogar zwei Elixierpumpen, aber es bringt ihn nichts. Es bringt ihn nichts. Es ist übelst das Counterdeck. Okay. Das müssen wir uns nicht mehr geben. Ja, ist hier auch am Start, ne? Genau, Hyofor. Hyofor ist hier auch am Start. Schreibt XD und so. Ja. Jetzt schickt er hier einen traurigen Smiley rein, der Hyofor. Das ist mein normales Deck, Mann. Okay, ist ja ein krankes normales Deck, ey. Ja, Inferno-Turm, meine Zuschauer wissen es. Das ist schon. Ja, weiß ich nicht. Das ist schon sehr defensiv. Die Einheit. Der Inferno-Turm kostet 5 Elixier. Man kann ihn nur in der Defensive verwenden. Ultra teuer, zerstört ganze Kombination, aber man, es führt oft zum Unentschieden. Also, wenn ich jetzt pushen müsste, hätte ich keinen Bock, die ganze Zeit den Inferno-Turm zu spielen. Da ist ja unglaublich viele Unentschieden dabei. So. Trimax, du rockst das. Ja, das ist. Es ist. Oh, Zed ist auch schon draußen. Zed ist auch schon draußen. Oh, er hat das aggressive Mini-Päcker-Schweinereiter-Deck gespielt. Was hatte sein Gegner? Was, das interessiert mich jetzt. Was hatte sein Gegner? Das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr starkes Deck. Anonymous. Ja, gut, Anonymous gegen Zed. Das ist ja hier schon in der ersten Runde im Kampf der Giganten. Das ziehen wir uns kurz in doppelter Geschwindigkeit rein. Ja, mal gucken. Anonymous. Anonymous war heute irgendwie Platz 10 der Welt oder so reingepusht, also Top 10 weltweit. Hat auch einen eigenen YouTube-Channel, heißt Clash Bros. Clash Bros, das Ganze. Ja. Abonniert ihn. Hat gerade angefangen. Mega guter Spieler. Kann ich euch nur empfehlen. Der nächste Subscriber, Knauer Joe, subscribed for 2 months in a row. Sehr nice. Danke dafür. Danke für den Subscribe. Gleich zwei am Stück. Ja, herzlich willkommen unter den Subscribern. Ich war aber, du warst schon mal Subscriber, oder? Ich kann da die ganzen Namen nicht auswendig, aber auf jeden Fall. Geile Sache. Danke. Danke dafür. Und das ist der Turm. Und kommt da jetzt noch was? Ich mache mal vierfache Geschwindigkeit. Geht das hier noch weiter oder bleibt es dabei? Das wird bis zum Schluss hin verteidigt und dann hat Anonymous das gewonnen. Okay. Okay. Gut gespielt von beiden Seiten. Sag mal was, Trimax, was soll ich sagen? Ich warte, ich bin gespannt, ich überlege. Mir gehen mega viele Sachen durch den Kopf. Ach genau, was ich noch allgemein sagen wollte. Es ist.
Es ist natürlich extremst viel Skill dabei. Pay to win fällt völlig weg. In dem Turnier, alle haben gleich gute Karten. Aber es ist extremst viel Glück dabei. Hat der Gegner ein Counterdeck, ja oder nein? Die Starterhand, das ist schwierig, da zu bestimmen, wer besser ist. Natürlich, wenn man ein Finale hat und man gewinnt 3-0, dann ist es klar. Aber dass jetzt auch hier zum Beispiel Krieger in der ersten Runde draußen ist, das ist so, jetzt denkt man so, ja, der Krieger ist gar nicht so gut, aber der Krieger ist einer der besten Spieler Deutschlands und er ist in der ersten Runde rausgeflogen. Es ist extremst viel Glück dabei, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch schon mal ein Turnier gewonnen, den Monique Warriors. Da hätte ich in der zweiten, dritten, vierten Runde rausfliegen können. Immer wieder durchgelackt, ultra knappe Games, dann ins Finale gekommen und da 3 zu 2 gewonnen. Es war so ein ähnliches Turnier. Und wenn ich da rausgeflogen wäre, dann wäre ich jetzt nicht schlechter gewesen als irgendein anderer. Also die, ich sag mal, die ersten 10, die hier nach ganz vorne kommen, die sind alle schon extremst gut in dem Game. Das kommt vielleicht oft nach außen, wenn man das hier so zuguckt, nicht so rüber. Wenn man denkt, ja, der hat verloren, dann denkt man gleich, der ist schlechter, aber so ist das nicht ganz. Spiel mal ein anderes Deck. Nein, man muss das Deck behalten. Man muss das Deck behalten. Das ganze Turnier lang durch. Mach mal Live-Fights. Nee, nicht, dass das hier gleich weitergeht. Nicht, dass das hier gleich weitergeht und dann verpasse ich noch was. Oh, was war das? Spendengoal-Array? Warte. Alter. Anonymous spendet nochmal 100 Euro. 100 Euro auf einem Schlag von Anonymous. Alter, das ist die größte Spende, die ich jemals bekommen habe im Stream. 100 Euro, Alter, Riesendank. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. An alle Leute, die es nicht wissen, Anonymous hat schon 370 Euro gespendet. Jetzt kommen nochmal 100 Euro dazu. Anonymous hat jetzt insgesamt innerhalb etwas mehr als eines Monats, also in 5 Wochen, glaube ich, 470 Euro gespendet für den Stream. Das ist so unfassbar viel Geld. Vor allen Dingen für einen Studenten wie mich, ja. Und dann auf einmal ein einziger, der sich da so viel, der so viel reinhaut, ey, unglaublich. Er schreibt dazu, Hammer Turnier, Hover Mu for the win. Ja, Alter, Riesendank, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. So viel Geld, unglaublich. Krass. Er schafft es auch immer wieder, mich sprachlos zu machen, ne? Oh, wir haben die nächsten Games. Wir haben die nächsten Games. Spartacus gegen Trimax. Okay. Ich spiele gegen Spartacus. Welches Deck hat er am Start? Okay, das ist ein Riese Ballon Deck. Ist natürlich nicht so geil, ne? Hovamu hat wirklich nichts gegen Luft. Ich bin immer noch geflasht von der Spende. Das ist ein bisschen krass. Wir starten direkt mit einem. Oh, das war ein Fail. Das war ein Fail. Jetzt säben wir nochmal. Mit der Schweinereiter und der Skelett ein paar Hits rausbekommen. Also der kriegt jetzt hier richtig viel Damage, der Gegner. Nächste Spende kam rein. Poison Spell geht drüber. Er hat jetzt hier echt viel Luft. Viele Lufteinheiten am Start. Aber der Ballon ist in der Death Zone. In der Kill Zone. Und er geht down. Und das ist das Wichtigste. Der Ballon ist down. Und das ist echt das Wichtigste. Wir setzen nochmal die Skeletons hinterher. Kriegen die Prinzessin down. Ja, kriegen sie aber Baby Dragon Riese machen zusammen trotzdem enorm viel Damage. Okay, krass, das ist jetzt ein ungewohntes Deck. Stellen wir die Valkyrie davor. Ja, sehr schön. So, was hat er jetzt noch in der Verteidigung? Was hat er für Truppen in der Verteidigung? Setzt einen ri defensiven Riesen ein, was kommt da noch zu? Er will jetzt, glaube ich, meinen linken Turm haben. Ich zapp das Ganze mal hier. So, und der rechte Turm. Also, was ist das? Das ist jetzt hier alles oder nichts von Spartacus. Was ist. Das ist eine Taktik, die habe ich noch nie gesehen. Ich konnte den Turm hier jetzt noch verteidigen. Mein Schweinereiter ist am King-Turm dran. Also, das ist ja echt hier volles Risiko. Da ist der Baby Dragon am Start. Kanone eingesetzt.
So, der Tower steht noch. Er wird noch weitere Truppen einsetzen müssen, wohl oder übel. Sehr schön. Die Prinzessin greift die Kanone an. Er kann jetzt natürlich einen Ballon einsetzen. Das, okay, er kriegt mit den Pfeilen. Ja, es ist noch okay. Dafür kriegt jetzt sein linker Turm nochmal zwei Hits raus. Die Pfeile hätte er auch später setzen können. So, er setzt da jetzt die Elixierpumpe ein. Ich gehe mal davon aus, dass er keine Kanone dabei hat. Ich setze jetzt Schweinereiter Valkyrie. Das ist zusammen eine geile Kombination. Hab dazu natürlich noch den Sepp am Start. Werd jetzt den ganzen Mist hier Seppen, Schweine, der Ice Wizard, der linke Turm und der King Tower. Und der Turm fällt. Der Turm fällt. Wir liegen 2:1 vorne. Das Game geht noch 55 Sekunden. Ja, jetzt kommt er hier mit dem Riesen. Die können nochmal schöner... Oh, das ist ein guter Poison-Spell. Das ist ein richtig guter Poison-Spell. Der Riese kommt zurück. Und die Skeletons töten sogar noch den Ice Wizard. Unglaublich. Unglaublich Skeletons. Und der Ballon fällt. Die Pfeile fliegen nochmal. Da war nichts mehr zu holen. Ich setze das nächste Musketier ein. Die Valkyrie sogar noch auf der linken Seite. Komische Skeletons jetzt an der Stelle. Schweinereiter dazu, ein Poison-Spell über das Ganze. Jetzt gehen wir auf den 3-Crown-Win. Jetzt gehen wir hier auf den 3-Crown-Win. Der Ballon kann nochmal ganz woanders hinfliegen, wenn das funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Nur der Riese lässt sich abwenden. Aber okay, okay, das Ding ist schon gewonnen. 3-Crown-Win. Sehr, sehr, sehr offensive, aggressive Taktik von Spartacus. Habe ich so noch nie gesehen. War so alles oder nichts. Voll risikoreich. Hätte funktionieren können. Hätte funktionieren können. Auf jeden Fall trotzdem gut gespielt. Ah, ich darf nicht WP schreiben. Na, aber ich denke mal, er guckt den Stream. Auf jeden Fall gut gespielt. Gut gespielt auf jeden Fall trotzdem. Krass, ey. Alter, wie viele Leute GG schreiben. Und die Spenden sind am Einkommen, ey. Was kam da noch rein? Randy spendet 1 Euro mit dem Text dazu. Kann man dich in Hamburg treffen? Abgesprochen, ach so, abgesprochen treffen. Ja, jetzt checke ich das. Schöne Grüße an Epic Phoenix und Olymp. Besondere Grüße an Marlön, Razer und Sabo. Ein Dank an Bobby, wenn er schaut. Ja, sehr danke. Sehr danke? Was laber ich für einen Scheiß? Dankeschön auf jeden Fall. Für den Euro ist es Tibi Stream Happy Hour. Aus den 1 Euro werden 2 Euro. Sehr geil, danke dafür. David On, spende 2 Euro. Schreibt dazu Level 2. Level 2? Was meint er damit? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 2 Euro spenden. Tippy Stream Happy Hour. Es kommen 3 Euro an. Sehr nice. Danke dafür. Und du kannst ja nochmal in den Chat schreiben, was du mit Level 2 meinst. Während es jetzt hier nicht weiter geht. Ich habe heute ein Video rausgebracht. Wie countert man den Miner? Wie verhält man sich gegen den Miner? Wie spielt man gegen Miner Decks? Und falls ihr Probleme haben solltet gegen den Miner, er kann stark sein, wenn man nicht weiß, wie man sich gegen ihn verhält. Das ist genau das gleiche beim Funky oder beim Lavahund. Die Karten sind nicht wirklich stark. Man muss nur wissen, wie man gegen diese Karten spielt. Ich habe eine Playlist, die heißt Besser werden in Clash Royale. Das sind jetzt mittlerweile 15 Videos, glaube ich. Da lernt ihr, wie ihr Karten verteidigt. Wie verteidigt man den Funky? Wie verteidigt man Flächendamage, wie den Magier zum Beispiel? Wie verteidigt man den Royal Giant? Wie verteidigt man Packer? Aber ich habe da sind auch in der Playlist ein paar Tipps dabei. Wie setzt man die Skelette richtig ein? Wie setzt man den Schweinereiter richtig ein? Was haben wir noch? Das fällt mir gerade nicht ein, aber auf jeden Fall ordentlich ein paar Videos dabei. Wenn ihr besser werden wollt, zieht euch diese Playlist rein. Da kommen immer mal wieder neue Videos rein. Habt mir das meiner Video angesehen. Sehr nice, danke. Ja, sehr schön, das freut mich doch zu hören. Alter, wie viele Zuschauer? Über 1600 Zuschauer. Das könnte ein Rekord werden, ne? Ich glaube, mein Rekord ist 1630 Zuschauer. Wäre krass, wenn wir das knacken würden. Na, so viel sind nicht mehr drinnen, ne? Habe alle deiner Videos angeguckt und bin dank dir in Arena 7 gekommen. Vielen Dank für alles. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das freut mich doch auf jeden Fall. Dafür mache ich das Ganze ja, ne? Dass meine Zuschauer einfach auch besser werden in Clash Royale. Mich haben schon ungefähr, also ungelogen, wirklich ungelogen, über 1000 Leute angeschrieben, dass ich deren Account pushen soll.
hier hast du meine Zugangsdaten. Ich frage gar nicht. Die schicken mir einfach blind ihre Game Center-Daten, ihre Android-Daten, hauen sie einfach raus. Hunderte Leute. Und wollen, dass ich deren Account pushe. Und warum soll ich die Accounts pushen, wenn ihr selber euren persönlichen Rekord aufstellen könnt? Ich schreibe extra oder ich filme alle meine Tipps in allen Videos untergebracht. Arena 8, dank dir, sehr schön. Was ist dein Deck für Arena 5? Ich bin natürlich auf alles vorbereitet, auf solche Fragen. Ich habe natürlich auch noch eine Playlist, die heißt beste Decks oder starke Decks für jedes Level. Da findet ihr richtig geile Decks für Arena 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 nicht. ja, zieht's euch rein, da sind geile Decks dabei. Ein Royal Giant Deck, ein Golem Deck, ein Packer Deck, ein Miner Deck, ein Deck mit einer Prinzessin. Ein Hovamu-Deck, die ganzen starken Decks. Wir haben einen neuen Viewer-Rekord, ne? Bin auch Arena 8, dank dir. Du bist wirklich der Beste Deutschlands. Dankeschön. So, jetzt wollen wir uns mal das Game von Anonymous reinziehen. Der Phenox meinte, er hat jetzt hier mit Absicht verloren. Mal gucken. Mal gucken, ob das stimmt. Oh, Inferno-Turm schon wieder, ne? Was ist denn los? Ich wusste gar nicht, dass so viele Inferno-Turm spielen, Mann. Uncool. Alle Leute, die Inferno-Turm spielen, ihr seid uncool. Ganz klar, da geht's raus. So defensiv, das ist so wie, wer hat nochmal so richtig dreckig gespielt in der EM? Ich glaube Portugal, ne? Ultra defensiv, null Torschüsse nach 90 Minuten und alles nur verteidigt und dann trotzdem noch gewonnen in der Verlängerung. War das nicht so? Ich kenne mich nicht so aus dem Fußball. Ich glaube, das war so, ne? Das ist nicht cool. Es ist nicht cool, so defensiv zu spielen. Das ist auch langweilig. Es ist langweilig. Das macht Clash Royale kaputt. Hast du feste Streaming-Zeiten, Trimax? Ja, habe ich. Montags und Mittwochs ab 18 Uhr. Allerdings streame ich, wie heute zum Beispiel, auch spontan. Ich streame so 4-5 Mal die Woche, um die Streams nicht zu verpassen. Zieht euch abonniert mich auf YouTube, da kündige ich die Streams an. Und fügt mich auf Snapchat hinzu. In meiner Tagesstory findet ihr dann alle Streams. Angekündigten Streams. Und da schon wieder der Inferno-Turm, Alter. Und der Inferno-Turm ist ja richtig abartig, ne? Der Inferno-Turm. Ich weiß jetzt nicht, ob der Zuschauer oder ob der Phenox hier gerade zuschaut, aber ey, pack mal bitte den Inferno-Turm weg. Oder ist das schon wieder, Leute? Jetzt ohne Scheiß. Was ist eure Meinung zum Inferno-Turm? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist eure Meinung zum Inferno-Turm? Alter, da ist schon wieder der Inferno-Turm. Ich hätte geheult, wenn Phenox das gewonnen hätte hier. No offense, ey. Und da ist schon wieder der Inferno-Turm. Also der hat es echt geschafft, 10 Inferno-Türme in ein Spiel zu platzieren. Aber jetzt ist der Tower so low, dass ein... Und zum Glück gibt es im Friendly Battle doppelte Verlängerungszeit. Und dadurch wurde es jetzt hier kein Unentschieden und der Anonymous gewinnt. Und der Chat ist am Flamen. Aber so richtig. Ich dachte schon, ich hasse den Inferno-Turm. Was man hier so liest. Okay. So, ab jetzt Viertelfinale und jedes Game nacheinander. Ach so, okay. Nacheinander. Dann ziehen wir uns das mal rein, ne? Das ist jetzt hier live, die Games gehen nacheinander. Ich bin gespannt. Wer spielt hier gegen Chief Nigo? Geiler Name. Gegen Uncut. Was haben wir denn hier? Ein Miner Mini Packer Prinzessin Fire Spirits Deck. Sieht nice aus. Er hat jetzt den Tesla dabei, nicht die Kanone. Ist relativ neu. Man sieht den Tesla nicht oft. Er wurde natürlich gebufft, die Kanone genervt. Kann man machen. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit dem Tesla. Habe ihn auch nicht oft gesehen. In den Top 200 der Welt. Da spielt ihn eigentlich gar keiner.
Aber gut, vielleicht ist er ja hier gut. Und der Mini-Packer. Der Mini-Packer gegen den Schweinereiter. Der Tesla war jetzt zu viel. Der Tesla war zu viel, das war nicht gut. Das war eine Verschwendung von Elixier. Der läuft jetzt auch langsam aus. Ne, der ist jetzt noch Hälfte Leben. Kriegt vielleicht sogar einen Hit vom Mini-Packer ab. Na gut, das konnte der Verteidiger, hat er sich wieder teilweise gelohnt, aber nicht so wirklich. Nicht so wirklich der Entferner, der Tesla. Oh mein Gott, die Pfeile von der Prinzessin töten noch die Speargoblins. Und der Uncut findet das gar nicht gut. Der findet das gar nicht gut. So, hier haben wir ganz kurz hier noch die Tricoins offen. Ich will mal gucken, wer auf Platz 1 ist. Genau. Bex Z96 ist auf Platz 1. Der treueste Zuschauer bisher. Ihr sammelt jede Minute auf meinem Stream ein Tricoin. Dann könnt ihr dann sammeln, dann könnt ihr sehen, wie lange ihr hier auf meinem Channel wart. Und ja, ist eine ganz witzige Sache. Kann ich meine aktivsten Zuschauer voneinander unterscheiden. Und wieso tötet sein? Oh mein Gott, das möchte ich mir am liebsten nochmal eine Wiederholung anzählen. Mini-Packer gegen Mini-Packer, aber der blaue Mini-Packer, der von Chief Nigo, kriegt keinen Hit raus. Der kriegt keinen Hit raus, weil der gegnerische Ice Wizard ihn kaputt geslowt hat. Und ich sehe gerade, die spielen hier fast das gleiche Deck, ne? Die spielen hier fast das gleiche Deck. Und gegen das Deck würde ich richtig alt aussehen, das countert Hover Mu. Das Deck, was jetzt hier der Gegner spielt, countert Hover Mu. Oh. Mal hoffentlich. Also beide Decks countern mich. Beide Decks countern mich. Beide Decks countern Hover Mu. Oh, man darf die Decks nicht wechseln. Ihr könnt eure Tricoins nicht abfragen. Leute, chillt. Ihr könnt sie nicht abfragen, ihr könnt sie nur sammeln. Das habt ihr jetzt falsch verstanden. Stopp, hört auf damit. So ist das nicht geplant. Ach, der Tribot antwortet sogar. Ich hab ihn jetzt ausgeschaltet. Ich habe ihn jetzt ausgeschaltet. Tricoins gibt es nur am Ende des Streams. Konzentriert euch jetzt lieber auf das Video. Wir sind noch gerade zu viele. Der Bot ist völlig überfordert bei 1600 Zuschauern. Der stürzt gefühlt gleich ab. Okay, die Prinzessin ist am Turm. Wir setzen die Minions ein, aber die gehen richtig schnell down. Das waren keine guten Minions. Ja, die Prinzessin ist tot, aber einer kommt an den Turm und ja, der Turm ist down. Das Game ist zu Ende. Uncut gewinnt das Ding. Gut gespielt, beide ein sehr starkes Miner-Deck. Gefällt mir sogar echt das gleiche gespielt. Warte mal, warte mal. Der hat einen Poison Spell, der hat Fire Spirits. Ansonsten ist all. Nee, nee, nee. Der hat Minions, der hat Spear Goblins. Es ist sehr ähnlich. Nee, okay, doch nicht. Der eine hat keinen Schweinereiter. Sie unterscheiden sich doch ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ja, geht aber nicht. Geht aber in die gleiche Richtung. Geht in die gleiche Richtung. Ja, krass. Auf jeden Fall krass. Oh, jetzt kommt Shaddix gegen Trimax. Was hat der denn für ein Deck? Wo haben wir ihn denn? Oh, er hat einen Mini-Packer dabei. Er hat einen Mini-Packer dabei. Das countert mein Deck. Aber mal gucken. Na, was haben wir denn? Was haben wir? Wo ist wer? Shaddix. Da haben wir ihn. Geht los. Oh mein Gott, er hat den Mini-Packer dabei. Das könnte hart werden. Wir wünschen ihm trotzdem good luck. Thumbs up. Mal gucken, was bei rumkommt. Musketier ganz nach hinten. Ja, da hat er seinen Riesen. Und jetzt ist das Musketier. Jetzt ist schon mal schlechter. Ist schon mal schlechter. Ich starte mit Musketier. Er mit einem Riesen. Ich tue jetzt mal meinen Schweinereiter hier hin. Skeletons dazu. Hawk Offroad Jump hingelegt. Das sieht gut aus. Sein Musketier ist tot. Die Kanone platziert er schlecht. Und die Fire Spirits. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott, der Hit ging noch raus. Sehr nice. So, jetzt hauen wir hier den Poison Spell drüber. Die Minions sind down. Der Riese kommt jetzt hier mit ein paar Hits an den Turm, aber ich sollte gewinnen. Sehr, 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 sehr geiler. Ich weiß nicht, ob ihr es beobachtet habt. Sehr geiler Hawk Offroad Jump. Dadurch hat der Schweinereiter die Kanone nicht angegriffen und konnte direkt durchlaufen. Das hat mir jetzt sehr gefallen. Und da ist der Mini-Packer. Aber der Mini-Packer lässt sich ablenken und er zappt daneben. Der Schweinereiter kriegt nichts ab. Ich setze die Skeletons ein und der Schweinereiter haut da richtig Schaden raus. Es sind nur noch drei Skeletons, nicht mehr vier. Aber das reicht völlig. Nochmal ein Zapp drüber geplackt. Und der Schweinereiter kriegt noch einen Hit raus. Das ist jetzt hier schon eine deutliche Führung. Der Gegner setzt eine Elixierpumpe. Der Gegner setzt eine Elixierpumpe. Oh, durchatmen, durchatmen. Es sieht gut aus. Es sieht
gut aus. So, ich will jetzt selber noch meine Elixierpumpe setzen. Da kommt er schon mit einem Riesen an. Kanone ist gesetzt. Valkyrie ist ready für sein Musketier. Er hat die Fire Spirits am Start, aber die machen nicht so viel Damage. Das ging doch, das Musketier stirbt jetzt. Ich hoffe mal, ja, da sind schon die Minions. Da sind die Minions, was machen wir da? Ja, die Minions greifen aber sehr schön die Valkyrie an. Das sieht gut aus. Ich zapp das Ganze mal. Zack. Der Riese müsste jetzt down gehen. Oh, die machen viel Damage. Der Riese überlebt mit so wenig HP. Oh, der Turm ist down. Ich denke, der Turm ist down. Das Game geht nur noch eine Minute. Das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Oh, blöd, ey. Dass der Riese da so wenig Leben hatte. Die nächste Elixierpumpe. Wir gehen aufs Late Game auf jeden Fall. Gegner setzt selber eine Elixierpumpe ein. Ich setze den Schweinereiter ein und ein Poison Spell. Und der Schweinereiter kommt für einen Hit an den Turm. Okay. Für einen Hit an den Turm, das ist nicht verkehrt. Die nächste Elixierpumpe, und jetzt sieht das gut aus. Jetzt habe ich hier drei Elixierpumpen, das ist schon nicht verkehrt. Jetzt setze ich hier nochmal den Schweinereiter ein. Der Poison Spell kommt hier hin. Der Zap ist ready, das wird gesappt. Und die Valkyrie, ah, die kriegt keinen Hit mehr raus. Die kriegt keinen Hit mehr raus, nicht cool, nicht cool. Musketier dient jetzt hier extremst viel Damage. So, und jetzt wollen wir ja nochmal den Poison Spell hier rüberhauen. Und der Minipacker kommt zurück. 10 Sekunden geht das Game noch. Mein Poison Spell sollte den Turm bekommen. Und schon wieder die Minions, die da knapp überleben. Sehr schön. Ich kriege den Turm davon, aber damit habe ich auch gerechnet. Defensiver Poison Spell, da treffen wir viel. Da müssen nochmal gesappt werden. Das ist ein schöner Sepp, das sieht gut aus. Der Riese kommt jetzt nochmal an den Turm ran. Ist aber auch ein Poison Spell drin. Wir setzen das nächste Musketier an. Er greift leider meine Valkyrie an. So, jetzt wollen wir hier mal noch eine Valkyrie dazu packen und den Schweinereiter. Und das ist jetzt ein richtig großer Push. Schaffen wir es noch, den Poison Spell zu packen? Ja, richtig guter Poison Spell. Das Ganze wird hier gesappt, das Musketier. Der Schweinereiter kommt durch und das sollte jetzt guter Damage sein. Ein Hit. Ah, der Zapp da gut. Zweiter Hit, okay. Zweiter Hit ist drin. Und die Valkyrie, nee, die Valkyrie kriegt leider keine Drehung mehr raus. Die Kanone eingesetzt. Valkyrie eingesetzt, Musketier eingesetzt, Skeletons zum Distracten eingesetzt, Poison Spell, weil so viel Minions und Zeug da am Start ist. So, jetzt haben wir Musketier, Schweinereiter-Kombination am Start und den Zap. Einen Hit müssen wir rauskriegen. Stell doch die Valkyrie hier hin. Das sieht gut aus. Jetzt, ah, da hat er einen Minipacker. Da hat er einen Minipacker und der macht richtig Schaden. Ah, die Valkyrie ist down. Okay, meine Valkyrie ist auf dem Weg. Und er zappt sie, Hat er gut gemacht. Hat er auf jeden Fall, oh, ist das ein knappes Ding hier, ne? Kanone eingesetzt, Skeletons dazu, Musketier dazu, Valkyrie, oh mein Gott, der Riese macht Schaden. Alter, ist das ein knappes Ding gewesen, ey. Boah, meine Zitte. Meine Stimme zittert sogar, ey. Verdammte Scheiße. Das halte ich nicht mehr aus. Was für ein krankes Game. Ultra nice. Ultra gut gespielt. Alter, das ist doch mal... Das war doch mal ein geiles, spannendes Game. TV Royale würdig, wird jetzt hier geschrieben. Ultra gut gespielt. Heftig. Und das auch noch alles live. Und ich sehe gerade, wir haben absolut einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. 1770 Zuschauer. Das ist so viel. Ja, jetzt haben wir schon 1800 geknackt. Stellt euch mal vor, ich sitze hier ganz normal an meinem Schreibtisch, am iPad und zocke ein bisschen. Und vor mir sitzen einfach 1800 Leute. Ich würde durchdrehen. Ach du Scheiße. Ja, heftig. Heftig. Also der Schweinereiter zum Schluss, da war Angriff die beste Verteidigung. Ihr habt es gesehen. Er denkt so, er ist auf der sicheren Seite, setzt seinen Riesen ein. Der Minipacker war auch unterwegs. Ich setze einfach auf der anderen Seite einen Schweinereiter ein. Damit hat er gar nicht gerechnet. Der Schweinereiter ist deutlich schneller als der Riese. Und das sah ganz gut aus. Ja, es wundert mich, dass ich mehr Zuschauer habe als Phonecats, da ich ja deutsch bin. Ich bin ja deutsch, wie kann ich mehr Zuschauer haben als so ein
als ein englischer Streamer zum Beispiel. Das ist schon echt heftig. Oh mein Gott, Anonymous am Start. Anonymous, für alle, die es nicht wissen, hat... Okay, jetzt hat der Gegner hier ein Royal Giant Deck und... Ah, okay, das ist das Royal Giant Deck vom Chief Pet. Das ist, denke ich, das Royal Giant Deck vom Chief Pet. Ihr kennt es wahrscheinlich noch. Elixierpumpe, Kanone und Kobolthütte. Oh, das sieht jetzt aber eindeutig aus. Die Kanone war auch nicht mehr so geil. Okay. Okay. Ja, da macht Anonymous, denke ich, das Rennen. Da fällt schon der erste Turm und er hat sogar noch eine Elixierpumpe hinten am Start. Ja, Anonymous heute war in den Top 10. Top 10 der Welt. Unglaublich guter Spieler. Der beherrscht das Hoover Mu Deck. Er spielt genau das gleiche Deck wie ich. Aber Leute, kein Scheiß, er spielt es besser als ich. Er kann das deutlich besser als ich. Ich bin ja eher der Low Elixir oder Fire Giant Deck Spieler, aber das Hoover Mu Deck ist zurzeit einfach das beste Deck in Clash Royale. Okay. Und das ist ein ganz guter Push. Jetzt haben wir hier den Royal Giant und er wird die ganze Zeit regelmäßig von Spear Goblins unterstützt. Das ist schon eine gute Taktik. Das ist auf jeden Fall schon eine gute Taktik. Der Anonymous spielt die Kanone ein bisschen zu früh, egal. Der Royal Giant geht trotzdem down. Ja, jetzt hat er die Kanone hier auch zu früh platziert. Naja, ging noch. Anonymous hat zwei Elixierpumpen. Oh, er setzt die Valkyrie nach ganz hinten. Eigentlich braucht er sie jetzt vorne. Poison Spell, Barbaren. Sieht auch gut aus. Schöner Poison Spell. Mega nice. Noch ein Sepp dazu. Der Royal Giant greift die Kanone an. Da haben wir zwei Valkyrien und die zerkloppen den Royal Giant. Der kriegt wieder keine Hits raus. Er bekommt wieder keine Hits raus. Aber das macht Anonymous so gut. Ey, zieht euch den Typ nochmal rein. Wie kann man... Er macht nie Fehler mit dem Back. Ich check's nicht. Deswegen war er heute auch in den Top 10 der Welt. Krass, ey. Krass. Ja, jetzt schreibt er hier... bei dir läuft, vor allem läuft gerade EM, aber trotzdem 1900 Zuschauer. Das ist halt echt krank, ne? Das ist halt echt heftig. Ja, es gehen mir noch 5 Sekunden. Klarer Sieg von Anonymous. Ja, es ist hart. Es ist hart gegen Poison Spell Sept Kombination, sein Royal Giant mit einem Backup dort da durchzukommen. Das ist schwierig. Da hatte Anonymous auch deutlich das bessere Deck, aber gut gespielt von beiden. Wie heißt Anonymous YouTube-Channel? Der hat einen YouTube-Channel mit einem Streamer zusammen. Und die nennen sich Clash Bros. Die haben angefangen vor zwei Wochen haben die einen YouTube-Kanal eröffnet. Clash Bros heißen die, genau. Haben 1500 Abonnenten, glaube ich. Irgendwie so. Solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Okay, wen haben wir jetzt hier? Clan Boss 14 gegen Helo vor. Das ziehen wir uns doch mal rein. Was wird hier für Decks gespielt? Also ja, am Anfang sind natürlich die Karten verdeckt. Okay, die Elixierpumpe, guter Start. Was hat der Gegner? Ach, der Helo vor ist ja der Inferno-Turmspieler, ne? Der Inferno-Turmspieler, ja. Okay, Eismagier ganz nach hinten. Das kommt dann mit einer Prinzessin und einem Fireball. Das ist nicht schlecht. Das ist ein... Alter, war das ein nicer Zug. Das war ein richtig nicer Zug. Clan Boss 14, Hut ab. Ah, jetzt fehlt ihm so ein bisschen das Elixier kurzzeitig in der Verteidigung. Aber das ging noch. Das ging noch fit. Die Barbaren kriegen ihn relativ schnell down. Und jetzt sollte der... Ja, okay, schöne Prinzessin. Schöne Prinzessin. Also der Move eben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt von Clan Boss 14. Er setzt eine Prinzessin ein. Die haut einen Schuss raus und er haut direkt einen Fireball. Und der... Magier stirbt. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Taktik. Ich mache das eigentlich nie, obwohl es besser ist. Ich hab mich noch nicht so dran gewöhnt. Kann noch nicht so richtig geil mit der Prinzessin umgehen. Hab sie auch selten dabei. So, Royal Giant ganz nach hinten. Das ist nicht üblich. Eigentlich setzt man den Royal Giant eher nach ganz vorne. Schöner Sepp vom Gegner. Und der Tower geht halt übelst down, ne? 10 HP nur noch der Turm. Okay. Und... Die Barbaren sind alle schon tot. Da wollte der Clan Boss 14 ein bisschen zu großen Push aufbauen. Und die Prinzessin zerstört die Minion-Horde komplett. Und da kommt Helo vor mit dem Inferno-Turm. Sein Push eben war vollkommen nice, aber dann der Inferno-Turm. Leute, der Inferno-Turm. Der Inferno-Turm. Na gut.
Ja, 10 HP hat der Turm noch, oder dafür hat er 2 Elixierpumpen. Naja, eine noch. Der letzten Eismagier. Und da kommt wieder der Royal Giant ganz nach hinten. Ich weiß echt nicht, ob das so gut ist. Und die Elixierpumpe, die er da gesetzt hat, die ist auch nicht so geil. Die könnte jetzt, wenn der Gegner Zauber rüberfetzt, da richtig Probleme haben. Na gut. Ice Wizard, immer eine geile Sache gegen den Royal Giant. Und die Minions sind alle schon down. Die Minion-Horde war jetzt auch nicht so gut platziert. Und da ist der Inferno-Turm. Und der Royal Giant fällt einfach nur um. Da haut er nochmal einen Fireball raus. Das bringt auch gar nichts. Der rechte Tower. Ja, gut. Er setzt jetzt nochmal Barbaren ein. Die kriegen jetzt unnötig viel Flächendamage. Ice Wizard und Prinzessin zieht euch die Barbaren rein. Nur um den Turm zu verteidigen, der sowieso fällt. Der Gegner hat ja einen Sepp. Das hat sich nicht gelohnt. Das hat sich nicht gelohnt. Da hätte ich lieber den Tower fallen lassen und dann versucht nochmal zurückzuschlagen. So. Ja, jetzt ist der Tower eh down. Jetzt kommt nochmal der Royal Giant durch und da ist schon wieder der nächste Inferno-Turm. Das ist halt, oh Leute, zieht euch in den Inferno-Turm rein. Zieht euch den Inferno-Turm rein, das ist so uncool. Alter, Helofor, wenn du mich hörst. Ja, weiß ich nicht. Spielen wir in Zukunft nicht mehr mit den Inferno-Turm. Okay. Wenn du das siehst, sag bitte, ich hasse Infernos. Jetzt schreibt hier ein Zuschauer, Alter, fast 2000 Zuschauer während der WM. Wie fühlt sich das an? Ja. Während der WM, so viele Zuschauer zu haben, das ist schon heftig. Halbfinale. Es sind nicht mehr viele dabei. Leute, das war Ironie. Ich habe doch nur den Typen vorgelesen. Okay, Uncut gegen Trimax. Oha. Verlierer darf Deck wechseln. Alter, Verlierer darf Deck wechseln? Das ist das meiner Deck. Ah, das ist das meiner Deck. Und ich wollte nicht gegen diese spielen, ey. Die hatten vorhin beide das meiner Mini-Packer-Deck. Das countert das Hovermu-Deck. Mal gucken, ob wir das irgendwie trotzdem gedreht bekommen. Okay, ich habe eine Elixierpumpe, das ist schon mal nice. Das ist schon mal sehr geil. Elixierpumpe setzt sich ein, da kommt er mit seinen Fire Spirits, die zappen wir. Das hätte ich gar nicht machen müssen, ne? Ich denke, die hätten nicht so viel Damage am Turm gedealt. Ja, das macht er gut. Ja, er zappt das Ganze nochmal. Lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Jetzt hat der Gegner bestimmt einen Tesla am Start. Wo ist sein? Okay, ein Ice Wizard. Und ein Mini-Packer. Und da haben wir es halt. Der Mini-Packer, guckt euch an. Der zerkloppt das Musketier und zerkloppt danach noch ohne Probleme die Valkyrie. Der Mini-Packer countert das Ganze. Ich muss jetzt hier eine Kanone einsetzen, weil Mini-Packer einfach übertrieben heftige Hits am Turm raushaut. Und jetzt sieht das schon mal ganz, ganz schlecht aus. Ich kann keine Elixierpumpen stacken, da der Gegner einen Miner hat. Und ich kann Valkyrie, Musketier, Schweinereiter nicht losschicken, weil der Mini-Packer alle Einheiten countert. Okay, das sah auch nicht schlecht aus. Elixierpumpe wieder eingesetzt. Da wollte ich jetzt nur... Geht noch fit. Das Musketier sollte jetzt, glaube ich, denen... Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Das sah gut aus. Jetzt hat er seinen Mini-Packer nicht mehr ready. Jetzt hat er aber seinen Tesla. Da werde ich nicht durchkommen. Ich setze mal ein Poison Spell drauf. Er zappt das Ganze nochmal, okay. Ja, der Tesla... Oh, der ist auch schon tanky. Der Ice Wizard geht down. Mein Musketier kriegt einen Hit raus. Ja, sehr schön. Ein Hit war am Start. Ich werde jetzt kurz warten, bis meine Elixierpumpe ausgelaufen ist. Dann werde ich die nächste Elixierpumpe reinsetzen. Hat leider kein Elixier mehr produziert. Oh, ist das hart, ey. Ich will irgendwie... Ich weiß nicht. Wenn ich verliere, kann ich ja mein Deck tauschen, aber ich will irgendwie... Na, kommt er wieder mit ein bisschen Damage vorbei. Ich setze mein Musketier ganz nach hinten.
Fire Spirits dürfen nicht reinspringen, das wird zu krass. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das. Eine Poison Spray, noch mal die Skeletons dazu. Das nächste Musketier, sein Mini-Packer ist am Turm. Mach ein guter Push, wenn ich habe zwei Musketiere. Ah, da komm ich da durch. Nee. Und, ja, oh mein Gott, Fire Spirits. Fire Spirits am Start, das sah nicht nice aus. Ah, da war ich mit der Valkyrie zu langsam. Da war ich mit der Valkyrie zu langsam, nicht so cool. Turm kriegt Damage, aber jetzt kann ich die Valkyrie gleich noch in der Offensive einsetzen. Ah, Turm kriegt Damage. Der Turm kriegt da ganz klar Damage. Da kommen wir nicht durch. Mini-Packer Tesla, zieht es euch doch rein. Zieht es euch doch rein. Musketier wieder einen. Ne, sogar zwei Hits am Turm, sehr schön. Nächste Elixierkugel gesetzt. War jetzt nicht so geil, die da hinzusetzen. Fiel mir aber nichts anderes ein. Ja, gut, das war doch nice. Die. Okay. Sieht nicht so schlecht aus. Da ist schon wieder der Mini-Packer am Start. Den sammeln wir. Ne, das bringt nichts. Schnell noch Skeletons, damit der. Ne. Guckt euch den Mini-Packer an, ey. Ich hab doch nur. Oh, schön. Das war nice. Das war nice, Skeletons. Der Schweinereiter kriegt dadurch noch zwei Hits am Turm. Sehr geil. Schöne Kanone tötet jetzt. Zuerst den Mini-Packer und dann noch die Prinzessin. Das hat mir gefallen. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Wir kriegen jetzt mal einen Zap ab, das Ganze. Kommt jetzt hier das Musketier wieder für einige Hits durch. Das wäre nice. Ne, da setzt er nochmal sehr gut. Boah, ist das ein knappes Game auch noch, ey. Die Prinzessin wird distracted. Die Valkyrie ist am Start. Und er macht das gut. Er macht das gut mit dem Miner. Oh, das kann nochmal ganz ekelhaft werden. Und die Prinzessin geht nicht down. Blöde Sache. Ne, da ist auch schon wieder der Mini-Packer. Eieiei, das sieht nicht so gut aus. Oh, die Kanone war fail. Ist jetzt in Reichweite des. Ich hau jetzt mal Poison Spray drauf, damit die, weil dieses Musketier. Ja, okay, das ist. Oh, sehr schön. Wir treffen sogar noch seine Truppen. Sehr schöner Miner Predict, der hat funktioniert. Das nächste Musketier eingesetzt. Aber er ist am Turm, er hat einen Sepp. Er hatte einen Sepp und ist am Turm. Oh mein Gott. Schöner Sepp. Schöner Sepp. Der könnte mich so ein bisschen zurück ins Spiel bringen. Ja, das macht er auch. Das macht er gut. Kommt der Schweinereiter durch für einen Hit? Kommt der Schweinereiter durch für einen Hit? Ein Hit, komm. Ne, kein Hit. Poison Spell ist am Turm. Ich hau nochmal einen Sepp drüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Games sind so knapp. Ich musste erstmal defensiv sicher stehen, durfte den Miner nicht abbekommen. Mein Poison Spell wäre langsamer gewesen. Mein Poison Spell wäre langsamer gewesen als Miner kombiniert mit Sepp. Ich musste erstmal den Miner verteidigen und dann, das ist ganz wichtig, dann habe ich seinen Turm sozusagen zu Tode vergiftet. WP. Alter, gut gespielt. Richtig guter Miner-Spieler. Er hat auch mega nice seine Prinzessin gesetzt. Das war ein sehr guter Prinzessinnen-Spieler, muss man auf jeden Fall sagen. Ach, es geht weiter, ne? Es geht weiter. Er hat sein Deck gewechselt. Das gleiche nochmal. Ich darf mein Deck nicht wechseln, ne? Ich darf mein Deck nicht wechseln. Er darf sein Deck wechseln. Ah, jetzt nochmal gegen das Ganze. Ah, wenn ich jetzt verliere, dann könnte ich sozusagen das Counterdeck rausholen. Aber mal gucken. Ja, ist jetzt hier nicht so ein geiler Start. Ist jetzt hier echt nicht so ein geiler Start. Wir setzen mal die Valkyrie ganz direkt. Wir können nichts. Schnell die. Und die lassen wir. Ja, sehr schön. Das sah ja gut aus. Und ich weiß wieder, dass er den Mini-Packer dabei haben wird. Das wird nicht cool enden. Können wir mal Poison Spell setzen, bitte? Danke. Ja, kommt der Schweinereiter für einen Hit durch? Ne, kein Hit. Und guckt euch den Mini-Packer an. Der zerstört mein Musketier, der zerstört mein Schweinereiter. Der killt einfach alles weg. Der Mini-Packer gegen dieses Deck, ne? Ja, schöne Valkyrie, das sah gut aus. Ja, da hat er direkt Damage gelandet. Er hat aus seinen Fehlern gelernt. Es ist so schwer. Es ist so schwer gegen Mini-Packer meiner Deck.
Ja, mein Turm hat jetzt nur noch 1800. Da wird gesappt und Skeletons eingesetzt. Die kriegen ihn relativ schnell down. Das hat gut funktioniert in der Verteidigung. Jetzt können wir so ein leichtes Elixier plus und ich denke, wir können jetzt gleich die erste Elixierpumpe platzieren. Boah, mein Herz rast. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss mich beruhigen, ey. Warum haue ich mir auch so viel Energy Drink rein? Das ist doch nicht cool, Mann. Musketier eingesetzt. Ja, nicht so geiles Musketier. Kriegt jetzt hier Damage von der Prinzessin. Unnötig viel Damage. Zwei Hits von der Prinzessin. Jetzt greife ich natürlich an. Na, da kommt gleich wieder der Mini-Packer, der alles zerstört. Ich greife nicht weiter an. Ich greife nicht weiter an. Oh mein Gott. Sepp einfach 100% daneben. Ich dachte, mein Musketier lebt länger, dann hätten die länger gebraucht. Die hätten viel länger gebraucht, die Spear Goblins, um da anzukommen. Hat jetzt nicht funktioniert. Übelster Fail. Übelster Fail. Meine Elixierpumpe ist auch down, aber ich habe schon direkt die nächste. Es sieht jetzt nicht gerade gut aus. Musketier eingesetzt. Hat er noch einen Mini-Packer. Und er ist mit Mini-Packer. Ich predikte mal die Valkyrie, damit... Na komm. Schöner Sepp. Der Sepp auch. Und da ist wieder der Mini-Packer. Zieht's euch rein. Der zerkloppt einfach beide Einheiten. Okay, mein Musketier überlebt jetzt mal. Nicht verkehrt, das Ganze. Da hau ich ein Poison-Spell drüber. Damit die... Aber die... Nee, die Prinzessin kriegt zu viele Hits raus. Die kriegt zu viele Hits raus. Immer wieder dieser kleine Harris. Immer wieder ein bisschen Damage. Aber das rechnet sich nach einer Zeit. Und der Ice Wizard kriegt auch noch einen Hit raus. Es sieht nicht so gut aus. Es sieht nicht so gut aus. Da ist schon wieder der Mini-Packer. Da ist doch schon wieder der Mini-Packer. Aber den kann ich jetzt mit den Skeletons ganz gut distracten. Oder der Septa, den Schweinereiter. Aber ein Hit. Ja, ein Hit ist drinne. Vielleicht noch ein zweiter. Ein zweiter, komm. Ja, nice. Zwei Hits. Wunderbar. Mein rechter Turm hat so wenig HP. Und da kommt wieder einfach nur die Prinzessin. Die landet einfach Hits. Die landet da einfach Hits. Und mein Turm hat nur noch 59 HP. Das sieht extremst schlecht aus. Nochmal die Valkyrie predicted. Ne, Tower ist schon down, das haben wir verloren. Und das ist so das übliche Game. Mega gut gespielt vom Gegner. So countert meiner Mini-Packer eigentlich das Hoover Mu-Deck. Da sieht man nicht gut aus. Das ist auch so der Normalfall. Ja, jetzt muss ich mir ein Deck zusammenbauen, wie ich gegen dieses Deck spiele. Er muss das gleiche Deck behalten. Okay, ich hab jetzt Zeit. Er hat seinen Mini-Packer dabei. Ice Wizard meiner Prinzessin. Mit Flächendamage, er hat auch die Fire Spirits. Er hat eine Menge Flächendamage dabei, aber mit dem Mini-Packer auch Einzeldamage. Was machen wir da? Gegen dieses Deck, das ist echt heftig. Oh mein Gott. Ich habe hier noch mein Fire Giant Deck, aber ich denke, dass wir... anstatt der Fire Spirits einen Ritter mitnehmen. Es ist nicht typisch, so spiele ich dieses Deck eigentlich nicht, aber der Ritter ist gegen seine Karten echt mächtig. Das kann sehr nice werden. Ich versuche es einfach mal. Oh mein Gott. Das ist jetzt hier mein Low Elixir Cost Deck mit dem Ritter reingemischt, weil der Ritter einfach nice ist gegen Prinzessin, gegen Miner, teilweise auch gegen den Mini-Packer. Das kann gut werden. Ich habe jetzt aber leider keine Elixierpumpe mit, aber das ist auch gut. Das ist auch gut, dass ich keine Elixierpumpe dabei habe. Da... Das sappen wir einfach. Es ist sehr geil. Es ist ultra gut, dass wir keine Elixierpumpe dabei haben. Weil dann kann er nicht mit seinem Miner einfach mal ankommen und da so ein bisschen Müllstein. Ich tue jetzt nochmal einen Ritter davor, dass der ein bisschen da mithelfen kann. Bogenschützen dahinter. Und ich glaube, der Mini-Packer sollte jetzt hier relativ schnell leer down gehen. Ja, das macht er gut. Dafür habe ich den Ritter dabei. Und der Mini-Packer wurde ganz aus dem Kampf genommen. Und die Fire Spirits stürzen sich auf den Riesen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. In der doppelten Elixierzeit wird die Taktik aufgehen. Die Taktik wird in der doppelten Elixierzeit aufgehen. Er hat das Ganze jetzt verteidigt. Relativ gut. Ich tue nochmal die Kobolde dazu. Können die noch ein bisschen... Nee, okay, können sie nicht. Jetzt tue ich hier eine Kanone hin. Er hat ja eh keinen Schweinereiter oder so. Die tötet jetzt den Eisbesser. Ah, das sind viele Hits. Das sind viele Hits, die Prinzessin da rauskriegt. So habe ich das eigentlich nicht vorgestellt. Aber jetzt tötet die Kanone relativ kostengünstig das Ganze. Für wenig Elixier. Beide Truppen. Auch wenn jetzt hier ein bisschen Damage ankam.
Predict, treffen wir ihn? Ja, sehr nice. Und dafür haben wir den Ritter. Genau dafür haben wir den Ritter dabei. Der Miner kann jetzt absolut nichts machen. Ultimativer Konter. Richtig gut. Richtig gut. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt baut sich mein Push auf. Jetzt baut sich mein Push auf. Er kann jetzt seinen Mini-Packer setzen. Der sollte relativ schnell umfallen. Wir machen mal einen Sepp dabei. Die Prinzessin seppen wir, damit die nicht so nervt. Sepp. Yo, und das ist Damage. Das ist Damage. So wird's gemacht. Der Tower ist down. Deutliche Führung. Jetzt haben wir, da haben wir uns ein richtig schönes Counterdeck zusammengebastelt. Habt ihr den Ritter gesehen? Habt ihr den Ritter gesehen? Das zerstört einfach das Miner-Deck komplett. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, der Mini-Packer kommt an den Turm der Eishose, soll den bitte slowen. Nein, das war jetzt nicht gut verteidigt. Das war nicht gut verteidigt. 433 HP, okay, jetzt wird das Game nochmal unnötig knapp. Unnötig knapp. Habe ich mich kurz nicht konzentriert. Was machen wir jetzt? Ich tue mal den Riesen hier hin. Kobolde. Das sind keine Kobolde, das sind Bogenschützen. Schicke ich über die Seite. Wo ist jetzt der gegnerische Miner? Schöne Fire Spirits, der Riese kommt auch nicht weiter durch. Ich setze Truppen ein, Kanone dazu. Der Miner macht ein bisschen Damage. 305 HP noch. Das Game geht noch 10 Sekunden. Bogenschützen gegen die Prinzessin, dass die nicht weiter durchkommen. Das ist jetzt hier ein schön. Oh, das ist ein guter Sepp. Das ist ein guter Sepp. Ja, ich denke, da sollte der Sieg sein. Ich predikte nochmal die Kanone. Jo, richtig gute Kanone. Der greift jetzt die Kanone an und nicht den Turm. Er seppt das Ganze. Und das Ding ist gewonnen. Nice. Richtig nice. Oh mein Gott. Ultra gut gespielt wieder vom Gegner. Aber da hatte ich das Counterdeck. Zuerst hatte ich das Hoover Mood Deck gespielt. Er hatte Miner Mini-Packer-Deck. Hat er mich gecountert? Jetzt habe ich ihn gecountert. So läuft das im Turnier. Der Verlierer darf ein neues Deck wählen. Es lief ganz gut. Es lief ganz gut. Boah, und Anonymous ist ja auch noch drinne, ne? Der Anonymous ist ja auch noch drinne. Und das ist der Anonymous, der wird das Hoover Mood Deck spielen. Und ich habe keinen Counter. Ich habe keinen Counter gegen das Hoover Mood Deck. Oder? Ah doch. Oh shit, jetzt muss ich mir ganz schnell ein Deck zusammenbasteln, falls ich so weit kommen sollte. Wir bauen das jetzt ganz, ganz schnell. Das ist das Miner Deck, das beherrscht nicht so gut. Das Oregon Beaver Deck. Wir brauchen das Oregon Beaver Deck. Ich ziehe mir jetzt ganz schnell meine YouTube-Videos rein. Oregon Beaver, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Der beste Spieler der Welt. Der ist auch als Level 11er die ganze Zeit in den Top 50 der Welt. Ganz kranker Typ. Der kann gefühlt durchgehend 3 Sekunden in die Zukunft sehen, kann alles vorhersehen. Ganz, ganz, ganz verrückter Typ, wie gut der ist. Und der hat ein Deck sich zusammengestellt. Das ist meiner Meinung nach nice gegen das Hoover Mood Deck. Ich ziehe mir jetzt mal ganz kurz hier mein eigenes YouTube-Video rein, wenn es ein bisschen bescheuert ist. So, wo haben wir ihn? So, ich werde mir jetzt hier schnell. Was wird hier so geschrieben? Was hat er geschrieben? Was hat er geschrieben? Darf ich jetzt. Hä? Darf ich jetzt Deck nehmen, was ich will? Oder muss ich dann, wenn ich verliere, wieder dieses Deck nehmen? Das weiß ich jetzt hier mal gar nicht. Ich baue mir erstmal ganz schnell das Oregon Beaver Deck zusammen. Dürfte ich sozusagen so ein drittes Deck jetzt hier spielen? So, was sind noch für Karten drin? Die Barbaren haben wir noch am Start. Wo haben wir die Barbaren? Da sind sie. Ah, ich bin nicht eingespielt mit dem Deck. Ich bin nicht eingespielt mit dem Deck, aber das Deck kann echt übertrieben rasieren. Schweinereiter ist auch drinne. Schweinereiter ist natürlich auch in diesem Deck enthalten. So, was haben wir noch? Bogenschützen habe ich, Ritter habe ich, Kanone, Poison Spell. Freeze, lol. Das geht jetzt hier völlig. Freeze ist auch noch am Start. Da, die Elixierpumpe auch, ja. Das ist das Oregon Beaver Deck.
Da könnte ich echt eine Chance gegen haben. Da könnte ich echt eine Chance gegen die Sekam. Ich bin gespannt, ey. Ich bin gespannt. Mann, ich hätte mich einspielen sollen. Ich hätte mich echt einspielen sollen. Magst du das, die fürs Finale aussuchen, mit welchem Deck du startest? Eins von beiden, das du gespielt hast. Ah, okay. Verlierst du das? Okay, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe jetzt hier drei ganz gute Decks. Selber das Hofamu-Deck, dann mein Low-Elixir-Cost-Deck und dann das Oregon-Beaver-Deck. Das sind die drei Decks. Damit bin ich, glaube ich, ganz gut unterwegs im Finale. Alter, fast 2000 Zuschauer. Das ist so heftig. Das ist so krass. 2000 Zuschauer. Ich fasse es nicht. Vor allem, wie schnell das ging. Es ist jetzt der 26.06. und ich habe am 19.03. angefangen. Das ist ein bisschen mehr als 3 Monate. Aus nichts. Ich bin auch voll ein Idiot am Computer. Ich kann gar nichts. Ich hatte ganz lange keinen eigenen Computer. Das Ganze, dass ich hier überhaupt einen Stream auf die Beine stelle mit meinem Computerwissen, das ist schon ein Wunder. Und dann kommen hier einfach nach so kurzer Zeit so viele Zuschauer. Unglaublich heftig. Unglaublich heftig. An der Stelle nochmal, ein Danke. Ein Danke an alle Leute, die mir gerade zugucken. Richtig nice. So, was haben wir hier? Scheiße. Alles schon wieder Wasser. Ein bisschen Wasser habe ich noch, ey. Ach, das ziehen wir uns natürlich rein. Was mache ich denn hier, ey? Wieso gucken wir uns das nicht an? Also nochmal ganz kurz hier. Okay. Oh mein Gott, mein iPad. Helofor liegt jetzt hier vorne. Der Inferno-Turm-Spieler. Sag mal, wieso fliegt denn der nicht raus, der mit seinem Inferno-Turm, ey? Uncool. Uncool, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das erste Game verliert Anonymous. Das erste Game verliert Anonymous. Oh, dieser Inferno-Turm, ne? Dieser Inferno-Turm. Martin schreibt jetzt hier, naja, du hast... Alter, wie schnell der Chat durchrastet, ich kann ja gar nichts vorlesen. Naja, du hast Skill, du bist sympathisch und man kann was lernen. Das ist dein Erfolgskonzept. Ja, nice, danke. Danke für das positive Feedback. Sehr nice. Danke. Ich bin seit ungefähr 100 Zuschauern dabei gewesen. Ja, stimmt. SpongeBob 267. Die Leute, die von Anfang an dabei sind oder die schon länger dabei sind, die sind echt... Die Namen kenne ich, die Namen kenne ich. Was spielt der Anonymous jetzt hier für ein Deck? Ich überlege auch gerade, was wir machen, falls wir gegen den Inferno-Turm spielen. Wenn wir gegen den Inferno-Turm spielen, brauchen wir, glaube ich, tatsächlich ein... Oh, das ist Damage. Das ist Damage, der hier passiert. Ich glaube, was brauchen wir gegen Inferno? Irgendwie Lightning, ne? Pufflin Arnai. Ja, bin seit 30 Zuschauern dabei, kennst du mich auch noch? Ja, natürlich. Kenn ich auch noch. Ich weiß, wusste nie richtig, wie ich deinen Namen aussprechen soll, aber... Ich weiß immer, du bist dessen Namen mit P, den ich nicht aussprechen kann. Oh, die Skeletons waren jetzt nicht so nice. Aber die Minions können das noch töten. Ja, der Inferno-Turm, wie spielt man gegen einen? Also ich bin ja genau wie Anonymous. Anonymous war vorhin in den Top 15 der Welt. Das müsst ihr mal überlegen. Anonymous hat zwar einen gemaxten Account, aber es ist extremst heftig und sauschwer, in die Top 50 der Welt reinzukommen. Das ist schon unglaublich schwer, das weiß ich selber. Ich versuche es ständig selber und da sind einfach Leute dabei, die sind heftig. Klar, ich war auch mal Platz 1 der Welt und...
man schafft es mal mit Luck, aber die Leute da oben, das ist einfach nur krass. Und Anonymous hat es vorhin geschafft, Platz 16 der Welt zu sein. Und er hat sogar den Platz 6 der Welt besiegt. Also der Anonymous ist der beste Hover-Mu-Spieler, den es gibt. Aber wenn der Gegner natürlich einen Inferno-Turm dabei hat, dann kann er auch, weiß ich nicht, er ist ja schon der Beste. Er kann er noch besser sein, geht nicht mehr. Man kann nicht mehr besser mit dem Hover-Mu-Deck. Aber zieht euch doch ein, der Inferno-Turm. Und dann zappt er das Ganze, da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen, Leute. Was nehme ich gegen den Inferno-Turm? Ich glaube, ich beherrsche viele Decks nicht und das nervt. Das nervt richtig. Das war ein richtig geiler Zug von Anonymous. Das hat mir gefallen. Na, die Skeletons kommen. Oh, wie lucky. Und jetzt kriegt die noch einen Hit raus, ne? Sau ärgerlich. Jetzt hat der Turm nur noch 152 HP und ja, guckt euch den Inferno-Turm an. Den setzt man einfach nur und dann greift der Schweinereiter den an und dann ist Ende. Das ist doch nicht cool. Ja, zwei Eis besetzt. Die Minions gehen mega down. Ja, ist noch ein. Oh, Mist. Ja, schade. Extremst schade, dass jetzt hier ein Inferno-Turm-Spieler gewinnt. Ich weiß nicht, ob er mich hört. Wofür steht Hover-Mu? Hover-Mu steht für Hawk, also Schweinereiter, War für Valkyrie und Mu für Musketier. Also Schweinereiter, Valkyrie, Musketier. Hover-Mu. Es gibt übertrieben starke Counterdecks gegen den Inferno-Turm, aber die beherrsche ich nicht. Die beherrsche ich nicht. Das nervt. Ich muss die echt trainieren. Ich muss ja, wenn ich so in Turniermodus bin, ich will. Ja, good luck, Trimax, den machst du. Ich bräuchte jetzt echt ein Deck. Es gibt diese geilen Decks. Es gibt diese richtig, richtig geilen Decks gegen Inferno-Turm und so, aber die beherrsche ich nicht. Das wäre zum Beispiel das Panda-Deck von Yarn from Orange Juice, einer der besten Spieler der Welt überhaupt. Der, ja, aber das ist halt nicht. Startet, wenn ihr bereit seid. Bin ich bereit? Welches Deck spiele ich denn? Also der Riese suckt übertrieben gegen den Inferno-Turm und Hover-Mu ist auch scheiße gegen den Inferno-Turm. Ich habe kein Deck gegen den Inferno-Turm. Darf ich jetzt nehmen, was ich will? Jetzt frage ich nochmal schnell. Ich zieh mir nochmal genau sein Deck rein. Boah, Prinzessin Eismagier. Das ist schon mal der übertriebene Flächendamage. Dann hat er einen Schweinereiter, womit er durchkommen will. Und ein Lightning, wo eine Kanone nichts bringt. Inferno-Turm, viele kleine Truppen. Das ist nicht cool, Mann. Nur die beiden Decks von Anfang. Ja, das Hover-Mu-Deck, da komme ich nicht durch. Und jetzt habe ich hier den Ritter dabei. Jetzt habe ich hier den Ritter dabei, anstatt irgendwas, was ich brauche. Es ist verflucht. Ja, dann nehme ich. Entscheide ich mich für das Deck hier, auch wenn ich einen Riesen dabei habe, weil das Hover-Mu, da habe ich absolut keine Chance. Oder? Nee, gar nicht. Nee, wir müssen dieses Deck hier spielen, aber ich. Ja, mal gucken. Eine Minute Pause bitte, muss aufs Klo, schreibt er. Okay. Spiel Minenwerfer, nimm meiner. Nein, ich darf nur diese zwei. Am ersten Game darf ich nur diese beiden Decks hier spielen. Nur diese beiden Decks. Aber ich kann ja schon mal überlegen, was ich nehme gegen den Inferno-Turm. Also das Oregon Beaver Deck, denke ich, fällt raus, oder? Das werden wir nicht. Oder? Es ist, glaube ich, sogar. Nee, es ist nicht, oder? Oder? Ist es nice gegen Inferno-Turm? Ich überlege gerade. Schweinereiter Freeze Poison ist nicht verkehrt, aber Kanone Lightning-Kombi ist nicht nice. Okay, es kann losgehen, ich bin gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass ich das erste Game verliere gegen den Inferno-Turm. Aber vielleicht fällt mir dann eine geile Kombination ein. Und
Ja, mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Bogenschützen ganz nach hinten. Okay, da ist schon der Inferno-Turm. Der lohnt sich nicht. Der lohnt sich nicht bei so günstigen Karten. Auf keinen Fall. Schöner Sepp auch. Ice Wizard am Start. Der Schweinereiter ist down. Die Ice Wizards slowen sich sehr nice gegenseitig. Ich weiß nicht, hat der Gegner jetzt schon wieder einen Inferno-Turm am Start? Ich hoffe mal nicht. Ich setze mal sonst die Kobolde schnell davor. Ja, sehr schön die Kobolde tanken. Und der kann jetzt mal mit down gehen, der Inferno-Turm. Oh, guck mal, wie viel Damage er noch in der letzten Sekunde rausgeht. Das ist ein guter Push, das ist ein guter Push. Der Ice Wizard slowt sehr schnell den Inferno-Turm. Und da sind zwei Kobolde am Turm! Da sind zwei Kobolde am Turm! Und das... Oh mein Gott! Oh mein Gott, der Turm ist down! 1 zu 0 Führung! Oh mein Gott. Ich fasse es nicht. Bogenschützen noch weiter nach vorne. Der Ritter tankt. Auf der linken Seite wird jetzt nochmal Damage gedealt. Er setzt die Kobolde ein. Die Seppen. Oh, das war ein Fail-Sepp. Na gut, der Sepp war noch okay. Die Bogenschützen können jetzt auf der linken Seite ein bisschen Damage gehen. Und der King Tower zieht ihn euch rein. Der Ritter hat's gebracht. Der Ritter hat es gebracht. Ultra nice jetzt. Richtig gut. Der King Tower, Hälfte Leben. Es hat funktioniert. Ich habe die kleinen billigen Einheiten, die Kobolde, vor den Inferno-Turm gesetzt. Dadurch hatte er einfach absolut keinen Sinn, der Inferno-Turm. Der zweite Inferno-Turm ging direkt down. Der Ice Wizard wunderbar den Inferno-Turm geslowt. Das hat mir auch gefallen. Hat er jetzt ein Lightning am Start? Ne, ich denke, er hat nicht genug Elixier. Das haben wir auch sehr schön aufgehalten. Der... Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was hat er jetzt für kleine Truppen, ist die Frage. Ich setze meinen Riesen ein. Bogenschützen hinter das Musketier, falls er irgendwas Kleines hat. Der Sepp ist bereit. Jetzt wird... Ja, okay. Das Musketier müsste jetzt ein bisschen Damage am linken Turm dealen. Bogenschützen sind auch am Start. Der Inferno-Turm fokust den Ice Wizard. Der linke Turm hat nur noch 662 HP. Kanone eingesetzt, Ice Wizard eingesetzt, den Ritter eingesetzt. Dafür haben wir ihn dabei. Er zappt das Ganze. Ich setze mal die Kobolde ein. Die Kobolde können jetzt wunderbar den Schweinereiter wegtöten. Oh, das sieht gut aus. Der kommt für keinen einzigen Hit. Der kommt für keinen einzigen Hit an den Turm. Oh mein Gott, was für ein Sepp. Jetzt noch den Riesen davor. Der Ice Wizard kommt durch. Alter, das ist so heftig. Es gelingt einfach alles. Das sind Spielzüge. Die hat der Helofon noch nicht gesehen. Die hat der noch nicht gesehen. Ich fass es nicht. Es gelingt einfach alles jetzt hier. Erstes Game gewonnen. Erstes Game gewonnen. Oh mein Gott, das fühlt sich so gut an. Das fühlt sich so gut an, ey. Er hat die ganzen richtig guten Spieler. Er hat Krieger und Anonymous. Die besten Spieler Deutschlands, die gehören auf jeden Fall dazu. Ich habe öfter gegen Anonymous und Krieger verloren als gewonnen. Aber sie sind beide draußen, weil er einen Inferno-Turm spielt. Und ich sehe, wir haben die 2000 Zuschauer deutlich gebrochen, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Huh. Alter, was für ein Finale. Mein Herz rast. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Herz rast, Mann. Ich komme nicht mehr drauf klar. Das ist echt eine üble Kombination, ja? Erstmal so ein Turnier starten mit teilweise den besten Spieler Deutschlands. Alle zusammen einen klaren Turnier starten. Dann haue ich mir einen Liter Energy Drink und